Sachen. Ich habe ja gestern im Kaffeeklatsch gesagt, es gibt heute das Fragen- und Antworten-Video. Und ich würde sagen, jetzt fangen wir gleich mal mit der ersten Person an. Die werden immer eingeblendet. Was ist mit dem Fan-Discord? Naja, also, der Fan-Discord. Das ist so, ich hatte einen Discord, da wo Aethos Longus mit drin war und der Herzog Werner, aber irgendwie hat das nicht mehr funktioniert. Und deswegen habe ich ihn deinstalliert und jetzt bin ich dabei, den wieder zu installieren und dann schauen, dass ich den einrichte und dass wir nochmal zusammen schreiben können. Ansonsten machen wir halt in WhatsApp zur Not auf Fangruppe. Ja? Da wo ich dann natürlich Kumpel mit einem, wenn der will, dass wir dann in WhatsApp schreiben können, weil es gab ja schon mal eine WhatsApp-Gruppe, aber dann hat man es aus einem bestimmten Grund wieder gelöscht. Ich weiß auch nicht, wieso ich damals zugestimmt habe. Aber wir haben auch mal eine gehabt. Dann kommen wir zur zweiten Person. Wie sieht's mit eigener Familiengründung aus? Schlecht, also meine Freundin kommt ja aus Bremen und ich hier aus Augsburg und zur Betreuerin hat meint 6 Stunden Fahrt bis nach Bremen, also es ist ein bisschen eher schlecht. Und ich möchte jetzt natürlich auch nicht nach Bremen ziehen, weil ich habe jetzt hier meinen Wohnplatz und wenn ich ausziehe, weil es gab mal eine, die ist auszogen, die ist nach Stuttgart oder nach Frankfurt, ich weiß es jetzt nicht mehr und die hat jetzt ihren Wohnsitz und alles verloren, nur weil es zu ihrem Freund gezogen ist und was jetzt aus ihr geworden ist, weiß keine alte Sau. Naja, dann kommen wir zur dritten Person. Wenn du dich entscheiden müsstest, stehst du eher auf Frauen mit großen oder kleinen Brüsten? Die Brüste sind mir wurscht, genauso wie der Arsch mir wurscht ist. Mir kommt es darauf an, dass sie was im Hirn hat und einen gescheiten Charakter hat. Und die wahre Schönheit kommt von innen. Weil was bringt mir das, wenn es keinen gescheiten Charakter hat und nur Stroh im Hirn? Naja, dann kommen wir zur vierten Person. Welche deiner Ex-Freundinnen fandest du am hübschesten? Wenn es nochmal gefragt wird in die Kommentare, dann antworte ich in den Kommentaren drauf. Na? Weil ich weiß jetzt auch nicht, ob ich den Namen hier im Video sagen soll. Dann kommen wir zur fünften Person. Warum kommen keine Videos mit Basti mehr? Tja, weil der Herr Gerbel nimmer möchte. Oder, was weiß ich, der haut mir immer ab. Der ist mir immer abgehaut vor Corona. Ich konnte nimmer mit ihm reden, aber sobald das scheiß Corona mal vorbei ist, aber was ich jetzt zu meinem Erschrecken irgendwie nicht sagen kann, dass das so schnell rum ist, weil in Rosenheim habe ich vorher, bevor ich das Video aufgenommen habe, da habe ich in Radio Fantasy wieder gehört, dass in Rosenheim schon wieder Kontaktsperre ist. Da habe ich gedacht, ja so geht's schon mal los. Dauert nicht mehr lang, bis zu uns nach Augsburg wiederkommt. Aber gut. So leichtsinnig, wie die Menschheit umgeht mit dem Ganzen. Letztens war ich beim Bier kaufen und dann habe ich eine Oma gesehen, die keine Maske aufgehabt hat. Bin ich zur Oma hingegangen, habe sie gefragt, ob sie nicht einmal die Maske aufsetzen möchte. Da hat sie gemeint, ja, ich brauche keine Maske, das passt schon so. Da habe ich mir gedacht, ja gut, wenn man es natürlich so sieht, dann ist kein Wunder, wenn die zweite Welle bald einmal kommt. Naja, dann kommen wir zur sechsten Person, Zahl 6. Würdest du Basti entführen und einsperren lassen, damit er wieder Videos mit dir macht? Nee. Das muss aus freien Stücken kommen. Ich kann bloß fragen, immer wieder fragen, ob er nicht einmal mitmacht oder ob er zumindest euch Bescheid sagt, wieso er nicht mehr mitmachen möchte. Weil das wäre schon mal angebracht, wenn der Herr Gerbler mal sagen würde, wieso er nicht mehr mitmachen möchte. Und ich glaube, der hat auch gar kein YouTube mehr. Ihr könnt es noch gar nicht anschreiben. Der Kanal ist zwar noch drin, aber er ist halt nicht aktiv. Dann kommen wir zur siebten Person. Hattest du Sex mit Basti? Nein.
zur achten Person, die hat gleich drei Fragen gestellt. Erstens, ist Basti schwul? Noch schwul? Also, ich nehme es mal an, weil das letzte Mal, wo ich Kontakt mit ihm gehabt habe, da hat er einen Freund gehabt, also von daher, und er hat ja mal ein Statement hier in Drecksack TV, hat er mal ein Statement gemacht. Da wo Riegeltime nicht funktioniert hat, da habe ich ja andere Kanäle gehabt, Drecksack TV, Drecksack TV 2 und so weiter, und in irgendeinem Ersatzkanal hat er eben ein Statement gemacht, dass er schwul ist. Und von daher denke ich, dass es immer noch ist. Dann die zweite Frage, wie groß bist du? Und dazu habe ich einen Videoausschnitt und dann sehen wir uns wieder. Und zwar 1,55. Wow! Falls man es nicht lesen kann, ich schreibe es euch auch nochmal ins Bild. 1,55 bin ich. Wisst ihr Bescheid, wie groß ich bin, und ich denke, da hat sie bis jetzt noch nichts geändert. Weil es war vor ein paar Videos und ich denke, nach den paar Videos, nach dem Abstand, da wird sie nichts geändert haben, weil ich glaube, ich wachse nicht mehr. Ich weiß nicht, wie oft ich mich in den Regen ausgestellt habe, weil meine Oma gemeint hat, ja, wenn es regnet, da wächst du, stellst ihn aus in den Regen. Da habe ich mir gedacht, Max, stellst ihn aus in den Regen. Vielleicht hast du ja Glück und Oma hat recht. Ne? Habe ich mich ausgestellt, beim ersten Mal ist nichts passiert, beim zweiten Mal nichts passiert, beim dritten Mal nichts passiert. Bei jedem Regentag habe ich mich ausgestellt und das ging ein paar Jahre so, weil ich die Hoffnung nicht aufgeben habe. Ich habe mich immer wieder beim Regen ausgestellt, bis der Regen aufgehört hat. Dann bin ich reingegangen und habe gesagt, ich bin noch nicht gewachsen, ich bin noch nicht gewachsen. Und nach ein paar Jahren habe ich es aufgegeben. Also, Oma hat nicht recht gehabt. Im Regen wächst man einfach nicht. Nein. Dann die dritte Frage von derselben Person. Wie viel wiegst du? Ja, das kann ich jetzt gar nicht einmal so beantworten, weil da müsste ich mich erst einmal wieder wiegen. Na? Aber ich kann es ja in einem der nächsten Videos bekannt geben, sobald ich weiß, wie viel ich wiege. Dann kommen wir zur neunten Person. Hast du Angst, deine Freundin könnte ein Hater sein, wie beim Drachen dort? Und da stand er noch weiter mit dort, die wohne ich mit Mehl bewirft. Also zum einen glaube ich gar nicht einmal, dass meine Freundin überhaupt Mehl zu Hause hat. Das müsste die sich erstmal kaufen. Und Hater glaube ich jetzt auch weniger, weil ich eine Sprachaufnahme kriegt und ich glaube nicht, dass sie so freundlich einen Hater anhört. Ne? Also von daher denke ich jetzt einmal nicht, dass meine Freundin ein Hater ist, weil so freundlich wie die Sprachaufnahmen sich angehört hat, obwohl man kann die Freundlichkeit auch spielen, aber ich glaube, die spielt das nicht. Ne? Man kann Freundlichkeit spielen, ich weiß, aber ich glaube, dir ist ehrlich. Ne? Dir spielt mir die Freundlichkeit nicht vor. Also, glaube ich mal. Ansonsten müssen wir nochmal drüber reden. Also, wenn meine Freundin jetzt anderer Meinung ist wie ich, dann können wir gerne in Instagram drüber schreiben. Aber ich glaube, die ist so ehrlich und spielt die Freundlichkeit nicht vor und meint es auch wirklich ernst und ist kein Hater. Also, ich hoffe es zumindest. Weil im Internet, da bin ich mir jetzt über die Jahre nicht mehr so sicher, wer es jetzt ehrlich meint und wer nicht. Weil früher war das brutal, da hat man mir sogar Sachen vorgeworfen wie Steuern hinterzogen und so. Ich habe jetzt den Kommentar aber nicht mehr gefunden, das war schon so ewig her. Ich bin immer noch auf der Suche nach dem Kommentar, damit ich ihn euch präsentieren kann, aber ich finde ihn einfach nicht. Dann kommen wir zur 10. Person. Warum hast du so plötzlich aufgehört, mit Basti in die Unau zu streamen? Ja, das ist so gewesen. Wir waren dran gesessen, ne? Wir haben ja fast jedes Wochenende gestreamt und er hat dann dafür übernachtet, damit wir streamen haben können. Und die haben uns schon mal blöd angemacht, ne? So wie es in Unau halt üblich ist. Und die kann es auch irgendwie nochmal installieren, das Unau, sonst steht die wieder in Unau streamen. Das letzte Mal war ich mit meiner... Naja, ich sag da nichts mehr. Auf jeden Fall, das letzte Mal war ich letztes Jahr
in Juno und da hat es geheißen, mach mal einen Southstream, da war ja auch wieder blöd geschwätzt. Oder irgendwie die Echsenmenschen sind unterwegs und da habe ich mir gedacht, na, jetzt tue ich es deinstallieren. Und seit ich es deinstalliert habe, kann ich erst recht nicht mehr installieren. Genauso wie das YouTube Studio. Aber gut, bleiben wir bei der Sache, wieso ich mit dem Basti plötzlich aufgehört habe. Und zwar waren wir da dran gesessen, wie gesagt, und plötzlich habe ich geschrieben, hey Basti, zeig mal dein schwarzes Dreieck. Und der Basti hat immer so ein Dreieck dabei gehabt. Aber er hat natürlich gemeint, ja, die Leute meinen das Dreieck da unten. Dann hat er seine Hose weggezogen und hat sein Dreieck gezeigt, also seinen Zipfel. Ne? Und dann sind wir gesperrt worden und seitdem habe ich ja gar nicht mehr in Jonas streamen können. Ich habe bloß letztes Jahr mal Glück gehabt, dass ich wieder in Jonas reingekommen bin, weil ich mir einen neuen Account nochmal erstellt habe. Irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das rausgefunden gehabt habe, aber ich habe mir dann halt noch einen neuen Account gemacht. Auf jeden Fall waren wir damals gesperrt und da hat uns einer geschrieben damals, dass er uns anzeigen wird. Und da habe ich zum Basti gesagt, so, jetzt packen wir es, jetzt gehen wir zur Polizei und stellen uns und dann sagen wir, dass du den Zipfel gezeigt hast, bevor uns der Typ, der uns das geschrieben hat, anzeigt. Na? Ja, da sind wir zur Polizei gegangen und ich weiß noch, damals, da habe ich ein Einzelgespräch mit so einer, ja, hübsch war sie schon, mit einer Polizistin geführt und ich war so aufgeregt, ich habe zittert, richtig zittert, wie wenn ich einen kleinen Anfall kriege. Ne? Da hat mich die Polizistin gefragt, was zittern sie so? Da habe ich gesagt, wir können uns gern duzen. Also, das können wir schon gern machen, wir können schon du zueinander sagen. Da hat sie gesagt, nein, ich muss sie sagen, das ist bei uns hier so üblich. Da habe ich gesagt, gut, dann sagen es halt sie. Also, da habe ich gesagt, ich habe nie was mit der Polizei zu tun. Ich bin ja heute bloß da wegen meinem Kumpel, weil der seinen Zipfel da in die Unruhe gezeigt hat. Ja, die Moral von der Geschichte, ich durfte gehen, der Basti musste noch mit ins Präsidium und sich untersuchen lassen. Und am nächsten Tag hat er eben gesagt, ja, er macht jetzt nicht mehr mit bei YouTube. Wahrscheinlich war er sauer auf mich, weil wir zur Polizei gegangen sind. Derweil habe ich es ja bloß gut gemeint. Aber gut, vielleicht kann ich ja nochmal reden. Dann kommen wir zur 11. Person. Kann man dich mal treffen? Die Person hat mir das geschrieben, weil sie auch aus Augsburg kommt. Und der Parkplatzproblem, der kam ja auch aus Augsburg. Mit dem schreibe ich ja privat in Twitter. Und zu dem habe ich auch schon mal gesagt, wir können uns gerne mal im Café Milchberg treffen, wenn er will. Und der hat schon gemeint, ja, das können wir machen. Und ich muss noch mal mit ihm reden, wie wir das jetzt machen, wann wir uns jetzt treffen. Und ich würde sagen, mit der 11. Person rede ich noch mal in den Kommentaren darüber. Ne? Vielleicht kann ich mich ja mit dem Parkplatz Probleme und ihn treffen. Mal gucken. Da gehen wir ins Café am Milchberg, da ist schön gemütlich, da kenne ich schon die Leute und ja, wenn wir uns treffen, dann im Café am Milchberg, weil da kenne ich alle und da bin ich immer drinnen, wenn ich einen Kaffee trinke und so, weil es gibt weiter drin in der Stadt nochmal ein Café, das heißt Café Samoga und da ist nicht so gemütlich und da kenne ich auch nicht so viel. Darum gehe ich immer ins Café am Milchberg. Aber da reden wir in die Kommentare drüber, okay? Dann kommen wir zur 12. Person. Ist dein Bruder auch kleinwüchsig? Nein, das ist ein komischer Zufall, dass der kleine Bruder größer wie der große Bruder ist. Mein kleiner Bruder ist 2-3 Stockwerke größer wie ich. Dann kommen wir zur 13. Person. Welchen YouTube-Kanälen folgst du bzw. kannst du empfehlen? Dazu mache ich noch ein extra Video, weil ich habe einmal schon so ein Video gemacht vor Jahren hier in Realtime. Aber das war nur mit schlechter Qualität und gut, dass du das fragst, weil mir ist, seit ich die Frage gelesen habe, der Gedanke gekommen, ich könnte es ja nochmal neu aufnehmen, weil ich folge ja jetzt auch neueren Kanälen, da sind noch welche neu dazugekommen. Und natürlich ein paar empfehlen, weil ich habe schon ein paar, wo ich empfehlen kann. Dann kommen wir zur 14. Person. Hast du dir schon mal einen Rettich oder so eingeführt? Nein,
Habe ich noch nie. Werde ich auch nie. Dann kommen wir zur 15. Person. Die hat mir zwei Fragen gestellt. Die erste Frage: Was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen ist hauptsächlich Weißwurst. Also da könnte ich drinnen baden, wenn ich könnte. Aber wenn ich in der Wirtschaft gehe, dann esse ich schon gern Zwiebelrauschbraten. Aber nicht medium, sondern durch. Meine Mutter hat schon mal gesagt, ja, du Saubreis, das kehrt nicht durch, das kehrt medium, sodass man ein bisschen ins Rote sinkt. Aber ich mag das Rote nicht, das ist, ich weiß auch. Aber der Zwiebelrauschbraten ist halt das Problem, das kostet zum Beispiel im Robertushof 20,95 Euro. Na? Und so viel Geld habe ich meistens nicht. Und darum muss ich immer verzichten drauf und dann esse ich Käsespatz. Dann die zweite Frage: Welche Schuhgröße hast du? 39, 40. Dann kommen wir zur letzten Person. Denkst du, das Instagram-Profil deiner Freundin ist authentisch, real, psychisch? Also ich denke schon, dass der Account, also das Instagram-Profil, dass das real, psychisch, authentisch ist. Weil ich denke jetzt nicht, dass meine Freundin mir was vorspielt und das nicht authentisch ist. Dass das authentisch ist und dass sie kein Hater ist, ne, die mich mit Mehl bewirft. Ansonsten waren das jetzt alle 16 Personen mit den dazugehörigen Fragen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mal einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt mich wie immer abonnieren. Beim Abonnieren gibt es eine Glocke. Über das Thema, welche Ex-Freundin ich am hübschesten fand und ob man mich hier in Augsburg treffen kann, darüber können wir gerne in die Kommentare schreiben. Da möchte ich jetzt im Video nicht mehr dazu sagen. Ihr könnt mich wie immer abonnieren. Beim Abonnieren gibt es eine Glocke. Ihr könnt mir meine Social Media Sachen folgen, stehen im Bild und in der Videobeschreibung. Und wo mir Post hinschicken kann, steht auch in der Videobeschreibung. Ansonsten könnte man noch neben den zwei Sachen, wo ich beantworte, sonstige Kommentare da lassen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen restlichen Montag. Habe die Ehre. Wir sehen uns.